Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Mittwoch, der 1. September. Der Sommer war sehr groß, aber jetzt geht er allmählich zu Ende. Trotzdem nochmal Garten, weil wir mit dem Kolosserbrief einsteigen. Also nach dem Thessalonicher kommt der Kolosserbrief in der Bahnlesung und den hatten wir noch nicht. Das ist aber ein ganz wunderbarer Brief. Der Überlieferung nach hat ihn Paulus in der römischen Gefangenschaft, also am Ende seines Lebens, geschrieben, als er, Sie erinnern sich, Apostelgeschichte, von einem Soldaten bewacht in seiner Mietswohnung saß und doch ziemlich frei Leute empfangen und sicher eben auch Briefe schreiben konnte. Kolosse war ein Städtchen in Kleinasien, heute in der südwestlichen Türkei im Inneren des Landes. Zu einem Brief hat sich Paulus bewogen gefühlt, weil in dieser geistig sehr regen Gegend kein Wunder, philosophische Überlegungen aufkamen, die aber gegen den Kern des Christusgeheimnisses sich auswirkten, nämlich auf eine Höhe mit Christus auch andere Mächte aus dem Kosmos zu stellen und so die Bedeutung Christi für unsere Erlösung zu relativieren, mit der Divinisierung, der Vergöttlichung von Elementarmächten kommt aber auch die Angst wieder zurück, von der uns Christus befreit hat. Und da greift Paulus an und muss es auch tun. Die Autorschaft ist dem Paulus bestritten worden, obwohl es hinten im Brief ausdrücklich drinsteht. Also die Gemeinde hat er sicher nicht gegründet. Das wird Epaphras gewesen sein, der heute erwähnt wird in den ersten Versen des Briefes. Aber dass er diesen Brief nicht selber geschrieben haben soll, das kommt mir mit einigen anderen Schriftgelehrten doch zweifelhaft vor, weil die Gründe dafür eher so darin liegen, dass der Stil des Kolosserbriefes und sein Horizont, der ganze Kosmos, sich nicht vergleichen lässt mit dem, was Paulus sonst gemacht hat. Aber dann setzt man immer voraus, dass jemand einfach so bleiben muss, wie er immer gewesen ist. Und das kann ich schon aus meiner eigenen Lebensgeschichte dementieren. Man kommt über seinen Horizont. Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen und gläubigen Brüder in Christus, die in Kolosse sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Denn wir haben von eurem Glauben in Christus Jesus gehört und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch im Himmel bereit liegt. Schon früher habt ihr davon gehört durch das wahre Wort des Evangeliums, das bei euch anwesend ist. Wie in der ganzen Welt, so trägt es auch bei euch Frucht und wächst seit dem Tag, an dem ihr den Ruf der göttlichen Gnade vernommen und in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, gelernt. Er ist an unserer Stelle ein treuer Diener Christi und er hat uns auch von der Liebe berichtet, die der Geist in euch bewirkt hat. Ja, die Liebe zu allen Heiligen wegen der Hoffnung, die für euch im Himmel bereit liegt. Da hört man schnell drüber weg. Alle Heiligen sind die ganzen anderen Mitchristen. Ich sage schon Mistchristen, aber das bringt mich zu meinem Gedanken. Nämlich, es sind nicht alle nett von den Mitchristen, sondern manche sind auch Miststücke. Und vielleicht wir ja manchmal auch. Und eine Liebe, die allen gleichermaßen sich öffnet und dienen möchte, das ist mehr, als wir von uns aus hinkriegen. Das kann nur auf einer Hoffnung beruhen, die im Himmel bereits für uns bereit liegt und die von Jesus verwaltet wird. Gott segne und behüte Sie alle.